Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Und heute habe ich ein ganz tolles Orakelvorstellung für euch von einem Deck, was ich schon sehr lange, also 1,5 Jahre oder so habe. Wollte die ganze Zeit schon vorstellen, habe ich aber irgendwie noch nicht geschafft. Und zwar das Lovers Oracle. Das habe ich auf Englisch. Es gibt es auch auf Deutsch. Da nennt sich es das Liebesorakel. Und das ist für mich das beste Liebesorakel, was es auf dem Markt gibt. Aber das ist jetzt mein Empfinden, weil alles, was sonst noch so da ist, finde ich teilweise zu kitschig. Wobei die englische Version hier auch ein bisschen kitschig ist. Aber die Karten an sich, die Illustrationen an sich von dem Tony Salerno, der der Grafiker ist, also der Autor von diesem Deck, die sind unheimlich schön. Ich habe ja hier auch schon noch zwei andere Decks, hatte ich ja schon vorgestellt, das Universal Love Oracle und das Gaia Oracle. Und unheimlich energetisch und schöne Karten. Und von daher empfehle ich das Deck jetzt. Und ich habe es halt jetzt auf Englisch, weil es damals, als ich es mir bestellen wollte, gab es das nicht auf Deutsch. Ich mag auch grundsätzlich lieber die englischen Decks, aber in dem Fall habe ich, glaube ich, das Deutsche lieber. Und ich sage euch auch den Grund nachher, weil es gibt nämlich ein paar Unterschiede mit den Decks. Das sage ich euch aber gleich, wenn wir die Karten sehen. Wie gesagt, das Deck ist von dem Tony Carmine Salerno, ja, das Liebesorakel. Es hat 45 herzformgeschnittene Karten. Das sieht man ja hier schon so ein bisschen. Und es ist vom Blue Angel Verlag, ja. Und es kommt in dieser ganz tollen Box, die ziemlich fest ist und praktisch und klein. Ja, ich mache es dir jetzt auch mal auf. Dann sehen wir hier auch schon die Karten. Das ist die Herzform, ne? Es kommt ohne Buch, weil der Text steht auf den Karten. Ja, es hat aber eine ganz kleine Anleitung, wo es darum geht, wie man eben die Karten verwendet. Alles auf Englisch natürlich jetzt hier. Wie man mit der Frage umgeht. Dann ein Karten-Reading und ein Vier-Karten-Reading. Und das war es auch schon, ja. Und dann haben wir hier auch noch die Zeitangabe, das ist von 2009, ja. Und wie gesagt, vom Blue Angel Publishing Verlag aus Australien, ja. Das ist das und das weiß ich jetzt gar nicht, hatte ich gesagt, dass hier eine Einlage drin war, ne? Hier war eine Einlage drin, also die Karten, die flutschen hier nicht so rum. Okay, das ist also die Schachtel, die ziemlich cool ist. Jetzt kommt das Deck. In der englischen Version ist es so, also guckt mal, wie handlich das ist. Es liegt auch total schön in der Hand, ne? In der englischen Version ist es so, dass die Karten, also die Bilder, auf der einen Seite die Bilder sind und auf der anderen Seite die Beschriftung, die hier leider auch etwas kitschig für meine Begriffe ist. Aber es gibt es halt so, wie es ist. Also der Text ist im Englischen auf der Rückseite, ja. Im Deutschen ist der Text auf dem Bild hier drauf. Und ich glaube, es ist aber auch nicht so viel Text, weil teilweise sehr viel Text ja hier steht. Und ich glaube, im Deutschen ist weniger Text auf den Bildern. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Die Bilder sind die gleichen, wobei die Ausschnitte teilweise größer bzw. kleiner sind, habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, der Text ist drauf, ja. Das ist der Unterschied. Und ich werde mir wahrscheinlich auch noch ein deutsches Deck kaufen. Vorteil bei dem Deck ist natürlich, dass man damit auch öffentlich schön arbeiten kann. Man kann das hier nämlich dann zum Aussuchen verwenden, ne, für die Decks, wenn man so Videos macht und da steht dann der Text noch nicht drauf. Das ist der Vorteil. Deswegen arbeite ich da ganz gern mit, wenn ich Liebesorakel mache. Ja, ansonsten weiß ich nicht, wie man es halt mag. Also, es macht kaum einen Unterschied. Beim Mischen ist halt so, dann mache ich die Augen dann immer zu und gucke halt, welche Karte dann rausfällt oder damit ich nicht sehe, um welche Karte es sich handelt. Ne? Ich zeige euch hier mal ein paar Beschriftungen. Hier haben wir zum Beispiel die Heilige Vereinigung. Ja, hier geht es um die Heilige Vereinigung. Dann haben wir hier die Transformation, hier haben wir Surrender, was so ein bisschen Übergabe ist oder Hingabe. Only time will tell, also nur die Zeit erzählt
Secret Admirer, ein heimlicher Verehrer, den du hast. Dann haben wir hier die Balance, ne? Da geht es darum, dass eben gesagt wird, dass in der Beziehung nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass eine Beziehung eben auch eine Herausforderung ist, ne? Auch Herausforderungen hat. Und ja, dass man zum Beispiel auch mal einen Schritt zurückgeht, anstatt und in sich hineinschaut, anstatt immer zu fokussieren und nach vorne zu gehen, wenn es um eine Beziehung geht. Und hier die Akzeptanz ist der Schlüssel für inneren Frieden, ne? Das ist eine unheimlich schöne Karte. Eine Nachricht für dich. Und dann sagt derjenige einem, ich denke an dich in diesem jetzigen Moment und deine Liebe füllt mich aus mit Licht und ich liebe dich. Wow, ist die schön, ja. Und dann hier, dass man eben die Wünsche manifestieren darf. Dein Traum, der wird ganz schnell in Erfüllung gehen. Vertraue deinem Herzen und folge deinem inneren Guide, deinem inneren Führer. Und hier heißt es, warte, geh nicht so schnell daran, ja, lass die Natur eben ihren Kurs gehen, ja. Da soll man ein bisschen mehr Patience ja haben. Jetzt weiß ich wieder nicht das deutsche Wort. Hier geht es um die sexuelle Union, ne, dass man eben die Körper miteinander vereint und dadurch die Seele auch spürt. Ja, das ist auch toll hier. Meine Geliebte oder mein Geliebter, obwohl wir physisch nicht zusammen sind, also körperlich, unser Geist, im Geist sind wir immer miteinander vereint. Unsere Liebe, die geht durch Ta Zeit und Raum und es ist nichts, was wir vermissen, was ich vermisse. Ja. Tief in deinem Herzen weißt du schon längst die Antwort. Tu das, was du fühlst, was richtig ist. Dann haben wir hier noch die Romanze, ne, dass der Cupid mit seinen Pfeilen durch die Gegend schießt. Und Healing finde ich auch toll. Da geht es nämlich darum, dass man sich einfach vorstellen soll, dass man zusammen mit seinem Partner eben mit Licht umhüllt ist und dass die Beziehung dadurch eben geheilt wird. Dann haben wir hier den Soulmate, also den Seelengefährten, ne? Dein Seelengefährte ist schon längst in deinem Geist mit dir. Glaub also dran, dass er auch physisch kommt, sozusagen. Ne? Lass, ach, Closeness, jetzt weiß ich wieder nicht das Wort. Freiheit. Hier, es gibt nichts, was dich stoppen kann. Der Weg ist klar, wenn du ihn gehen willst, if you want it to be. Ja, so sind also so Embrace zwischen euch beiden oder zwischen, wenn, ja, wenn du eben denjenigen umarmst, spürst du den Teil, den du vermisst. Ne? Das ist dann der andere. Ich kann das jetzt nicht so schnell wieder übersetzen. Passion, Passion. Ja, geht es um die Leidenschaft. Und dann hier schau in dich selbst hinein und schau, was eben der Grund ist, warum du so fühlst. Vergebung. Schau tief in dein Herz und du wirst die Liebe spüren. Meine Liebe für dich ist tiefer wie der Ozean. Das habe ich schon öfter mal gezogen. Das ist so schön, dieser Spruch. Meine Liebe für dich ist tiefer wie der Ozean. Wow. Dann haben wir hier die Zwillingsflammen. Ja, die gibt es auch. Dann haben wir die Zeit. Da geht es darum, dass man eben das alles zu extrem vorantreibt und dass man dem Ganzen eben Zeit geben soll. Dann gibt es hier noch die Reflexion, ne, dass man sich ja auch gegenseitig reflektiert und dann Spielzeit, Playfulness, Verspieltheit, ne, dass man auch verspielt sein soll. Kraft, Freundschaft. Neuer Beginn, Vertrauen. Ne? Ich lese jetzt nicht alles vor, aber dass ihr so eine Idee bekommt,
was da für Texte sind. Die sind, kann man eigentlich auch für ein allgemeines Reading verwenden. Die sind nicht alle auf Liebe zugemünzt, aber die passen sehr gut für Liebesreadings. Und jetzt gehen wir mal schnell die Bilder durch, damit ihr auch eine Idee habt, wie die Bilder sind. Ja. Wow, da will ich gerade mal gucken. Ah, das ist die Wait-Karte. Die ist ja total schön. Also, wer gerne mit Bildern arbeitet und die Energien erfüllt, dem rate ich zu dem englischen Deck. Ja, wer halt nicht nur Text braucht, sondern eben auch in die Energie reingehen möchte. Und wer lieber derjenige, der Karten legt und eher Text braucht, dem rate ich das deutsche Deck. Ja, ich bin ja jemand, ich mag es ja in die Bilder einzutauchen und für mich ist es jetzt eigentlich unheimlich schön, wenn der Text nicht auf den Bildern steht. Es wäre geil, wenn es das Deutsche noch in der Form gibt, wie jetzt hier das Englische, damit ich den Text dann auf Deutsch habe, damit ich den nicht immer übersetzen muss. Ich meine, ich selber verstehe das immer für mich, wenn ich das lese, ne? Aber ich kann es dann oft nicht ins Deutsche genau übersetzen, nur vom Gefühl her, aber es muss ja auch nicht immer genau übersetzt werden. Es reicht ja die Energie. Also die Karten sind echt unheimlich schön, unheimlich energetisch. Man kann sehr, sehr gut, ich zumindest, sehr, sehr gut damit arbeiten. Ja, ich mag den Toni Salerno unheimlich mit seinen Bildern, ja, weil die sehr intuitiv sind. Du musst dir jetzt halt vorstellen, wenn du am deutschen Deck interessiert bist, dass eben das Bild jeweils immer noch eine Beschriftung hat, ne? Ansonsten sind die von den Bildern her ähnlich. Also die Bilder sind die gleichen, nur dass der Ausschnitt teilweise weiter weg oder mehr reingezoomt ist, habe ich schon gesehen. Bei den Karten ist es auch so, dass teilweise Bilder oder zum größten Teil sogar Bilder verwendet werden, die schon der Toni in anderen Decks verwendet hat, was mich persönlich dann manchmal irritiert, ja. Zum Beispiel ist die Soulmate-Karte, wo ist sie? Die ist, da gibt es eine Karte, die ist in dem einen Toni Salerno-Deck, die Soulmate, und die ist in diesem Deck hier eine ganz andere. Also nicht die Soulmate, die hier nämlich. Das irritiert mich jedes Mal. Hier ist die Freedom. Aber gut, ich meine, es ist wie es ist. Wir ziehen jetzt mal, ich ziehe jetzt mal drei Karten, ja, und
Ihr dürft euch hier, also wenn du mitmachen willst, darfst du dir eine aussuchen. Wenn du gerade ein Thema hast mit Liebe, ja, dann darfst du dir eine aussuchen. Mal gucken, welche rausfällt. Ich mache die Augen zu. Ich glaube, es sind vier. Entweder ist das jetzt die Zeitqualität. Wir machen vier. Nee, das ist irgendwie die Zeitqualität, merke ich gerade. Dann nehmen wir mal die. Also die ist nicht zum Aussuchen hier. Du darfst jetzt eine von den drei Karten aussuchen und ich sage dir dann was zu deinem Liebesthema, ja? Und die Zeitqualität ist so, dass wir gerade die Zeitqualität haben, dass wir eben spielerisch mit allem umgehen sollen, dass wir, also hier steht, Lachen ist die beste Therapie. Habt viel, viel Spaß miteinander und erinnert euch daran, dass eben Liebe der größte Heiler ist. Ich würde sogar sagen, Liebe und Lachen, ja? Das ist so die Zeitqualität, dass man gar nicht so sich so viel Gedanken machen soll, sondern einfach die Liebe leben soll und auch mit Freude leben soll und Spaß dran haben soll. Ne? Das ist so für mich gerade die Zeitqualität. Spiegelt aber das Bild für mich jetzt nicht unbedingt wider. Naja. Gut, dann hast du dir eins ausgesucht. Eins, zwei oder drei? Ja, okay, dann fangen wir mal mit der Eins an, was das heißt. Schau in dich hinein. Ach, das Licht ist heute wieder so, dass das hier nicht zoomt. Und ergründe, was eben der Grund dafür ist, dass du das fühlst, dass du so fühlst, wie du jetzt halt fühlst. Ne? What is causing you to feel this way? Ne? Also überprüfe mal, was eben der Grund ist, warum du so fühlst, ne? Wie du jetzt gerade fühlst, in Bezug auf deine Frage, auf deinen Liebesgefährten, wie auch immer, ja? Okay. Dann haben wir hier die zweite. Time. You are trying too hard. Give it time. Also du gehst zu schnell du vorwärts oder du bist zu extrem dabei. Also gib dem Ganzen Zeit, ne? Und dann haben wir jetzt die dritte Karte. Friendship, Freundschaft. Nähre die Verbindung, die freundschaftliche Verbindung in deiner Liebesverbindung sozusagen. Und die Liebe wird noch mal ganz drastisch, and your love life will dramatically improve. Und dein Liebesleben wird dadurch noch mal dramatisch improved, weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde sagen, noch mal verschönert eigentlich improved. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass man eben die Freundschaft innerhalb von einer Liebesverbindung auch nähren sollte, damit es eben noch schöner wird, ne? Weil Freundschaft innerhalb von einer Liebesverbindung ist auch wichtig, nicht nur die romantische Seite, ne? Weil die Freundschaft ist letztendlich das, was ja das tiefe Vertrauen auch bringt, ne? Ja, das sind die Karten für euch gewesen, mit der Zeitqualität Spaß zu haben an der Liebe und am Leben, ja? Okay. Und das ist also die Vorstellung von dem Liebesorakel. Von der englischen Version. Das ist die englische und die deutsche hat, wie gesagt, den Text auf den Bildern. Und die Rückseite ist neutral, ne? Die ist dann, glaube ich, rot. Also viel schöner eigentlich wie hier, aber gut, man kann nicht alles haben. Vielleicht werde ich mir auch noch die deutsche Version jetzt kaufen, weil die deutsche war ja nicht da, als ich es haben wollte. Da gab es nur die englische. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr dürft gerne wie immer liken, kommentieren, teilen, mich abonnieren, wenn ihr mögt.
Ihr dürft auch gerne auf meine Webseite gehen, andreawirk.com. Da könnt ihr so ein bisschen über mein Wirken erfahren, wirken. Und ich freue mich immer über Anfragen, auch falls du gerne mal ein Reading von mir möchtest. Ich mache ja verschiedene Arten von Readings, ne? Kannst du mich gerne auch anfragen. Herzensdank fürs Mitmachen, einen ganz tollen Tag und vergiss nicht, hab Spaß. Alles Liebe, tschüss.